Hallo und herzlich willkommen beim GCP-Kanal. Heute möchten wir uns insbesondere an die Medizinproduktehersteller wenden und über die neue europäische Medizinprodukteverordnung sprechen, im Englischen auch MDR genannt. Ich möchte mit einer kleinen persönlichen eigenen Geschichte beginnen. Im Jahre 2007 wurde ich von der DIA, das ist die Drug Information Association, gebeten, auf dem Europäischen Jahreskongress eine eigene Session zu organisieren zum Thema Medical Devices. Das Thema, wie man sich vorstellen kann, war für die DIA relativ exotisch. Ich habe mich geehrt gefühlt, habe dementsprechend auch eingewilligt und hatte vor, dann Referenten aus der Industrie, von verschiedenen Firmen, von den Behörden, aber auch den benannten Stellen einzuladen. Was für mich relativ einfach war, waren Sprecher zu finden, die von den Unternehmen kamen. Die haben das gerne gemacht, das war gar kein Problem. Genauso von den benannten Stellen, auch da habe ich relativ schnell Vertreter gefunden, die Lust hatten, auf der Konferenz zu sprechen. Was sehr schwer war, war damals Behördenvertreter zu finden, gerade in Europa. Ich habe letztendlich niemanden gefunden, der von einer europäischen Behörde gekommen ist, um über die Entwicklung von Medizinprodukten in Europa zu sprechen. Über Kontakte bin ich dann an die FDA geraten und die FDA hat sich relativ schnell bereit erklärt, auch einen Sprecher nach Europa zu schicken. Und diesen Sprecher habe ich dann kurz vor unserer Session auch getroffen und der hat mich persönlich gefragt, Andreas, eine Frage, warum entwickelt ihr in Europa Medizinprodukte wie wir Toaster? Dieser Vergleich war sicherlich sehr hart und auch nicht ganz berechtigt. Aber es signalisiert eigentlich schon sehr schön, wie die FDA über unser System gedacht hat. Dabei muss man wissen, in Amerika werden Medizinprodukte wie Arzneimittel behandelt. Sie fallen auch unter das Arzneimittelgesetz. Man hat unterschiedliche Regularien für Medizinprodukte, aber eigentlich sind in Amerika Medizinprodukte Arzneimittel mit einer physikalischen Wirkung. Bei uns damals, und mittlerweile ist es ja schon über 10 Jahre her, waren Behörden bis dahin gar nicht in der Entwicklung bzw. Zulassung von Medizinprodukten involviert. Und erst viel später haben die Behörden eine größere Rolle gespielt. Sie mussten zum Beispiel in einigen Ländern klinische Studien genehmigen, bevor man die klinische Entwicklung mit Medizinprodukten starten durfte. Damals wurden klinische Prüfungen mit Medizinprodukten überhaupt nicht von Behörden bewertet. Sie wurden nur von Ethikkommissionen ethisch und berufsrechtlich bewertet und dann haben sie ein grünes Licht gegeben oder halt nicht genehmigt. Dabei muss man wissen, Ethikkommissionen sind per se keine Behörden. Sie haben komplett andere Kompetenzen, sie agieren auch komplett anders. Und insbesondere ist wichtig zu verstehen, allein in Deutschland haben wir über 50 Ethikkommissionen, die alle komplett unterschiedlich bewerten. Und in Europa, in komplett Europa, ist die Bewertung wahrscheinlich noch unterschiedlicher. Nachdem die europäischen Gesetzgeber dann diesen Konflikt auch verstanden haben, wurden in einigen Ländern auch mehr und mehr die Behörden involviert, um klinische Prüfungen mit Medizinprodukten zu genehmigen. Allerdings auch da gab es Schlupflöcher. Einige Länder sind zum Beispiel deutlich industriefreundlicher als andere Länder. Rumänien zum Beispiel ist relativ einfach im Genehmigungsprozess. Oder in den Niederlanden zum Beispiel ist die Behörde häufig gar nicht involviert, sondern die Ethikkommission übernimmt da auch Verantwortlichkeiten, die bei uns in Deutschland zum Beispiel durch die Behörde übernommen werden. Und auch ich hatte natürlich in den letzten Jahren viel mit Firmen zu tun, die versucht haben, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und sie sind dementsprechend auch eher in die Länder gegangen, wo man relativ schnell eine Genehmigung bekommen hat. Das ist auch total nachvollziehbar und ich bin selber Unternehmer, deshalb verstehe ich, dass man betriebswirtschaftlich sinnvolle Dinge machen möchte. Allerdings ist es wenig betriebswirtschaftlich sinnvoll und auch medizinisch nicht sinnvoll, wenn man mit zu kleinen Fallzahlen in Länder geht, wo man schnell die Genehmigung bekommt, weil zu kleine Fallzahlen letztendlich nicht aussagekräftig sind in Bezug auf die Leistungsfähigkeit oder die Sicherheit des Medizinproduktes. Und in diesem Zusammenhang hat Herr Reit Hoffmann mal einen schönen Erfinderspruch gebracht. Herr Reit Hoffmann ist der Co-Gründer von LinkedIn und er hat mal gesagt, wenn dir die erste Version deines neuen Produktes nicht peinlich ist, bist du zu spät auf dem Markt. Gut, Herr Hoffmann ist sicherlich nicht aus der Medizinproduktewelt, allerdings kommt er aus der Technikwelt. Und ich denke, viele Technikproduzenten bzw. auch Medizinprodukte-Technikfirmen gehen nach diesem gleichen Verfahren vor.
Obwohl es natürlich nicht darum geht, ist das Produkt peinlich oder nicht peinlich, sondern in erster Linie ist es sicher und bringt es für die Patienten etwas. Einige Hersteller haben trotzdem im Sinne von Herrn Hofmann gearbeitet und wollten ihre Produkte sehr schnell auf den Markt bringen, ohne sie aufwendig klinisch zu testen. Und das war auch möglich, wenn man ein Produkt hatte, das relativ wenig innovativ war. Dann musste man nur die Äquivalenz zum anderen Produkt nachweisen, ein Produkt, das schon auf dem Markt war. Das konnte man zum Beispiel machen, wenn man ein Vorgängermodell hatte, das äquivalent war, oder ein Produkt der Konkurrenz, das äquivalent war. Allerdings bedeutet äquivalent nicht ähnlich. Es musste wirklich fast gleich sein. Wenn ihr mal auf die Homepage der Swissmedic geht, das ist die Zulassungsbehörde in der Schweiz, dann werdet ihr einen Link finden, Medizinprodukte und da Rückrufe. Da werdet ihr sehen, dass über 1000 Medizinprodukte jedes Jahr wieder vom Markt genommen werden, weil sie irgendwie nicht richtig funktionieren. Sie bringen ihre Leistung nicht oder sie sind nicht sicher oder der Transport ist nicht sichergestellt. Und das zeigt eigentlich, dass das EU-System zwar ermöglicht, Produkte schnell auf den Markt zu bringen, aber viele von diesen Produkten werden auch relativ schnell wieder vom Markt genommen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne ein Zitat von Herrn Tietz bringen. Herr Tietz ist der Gründer der Hertie-Kaufhauskette. Die Älteren von euch werden sich vielleicht noch an Hertie erinnern. Der hat mal gesagt, Qualität bedeutet, dass der Kunde und nicht die Ware zurückkommt. Und wenn wir uns denn die Zahlen der Swissmedic mal anschauen, dann sehen wir relativ einfach, dass wir noch sehr viel Aufholbedarf bei der Entwicklung von Medizinprodukten in Europa haben. Und es ist natürlich nicht sehr effektiv, erst ein Produkt als marktreif zu deklarieren, um es später wieder vom Markt nehmen zu müssen. Es ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, es kann rufschädigend für den Hersteller sein, aber auch die gesamte Branche kann darunter leiden. Im schlimmsten Fall können sogar Menschen geschädigt werden, wie es bei einem französischen Hersteller der Fall war, der Brustimplantate CE kennzeichnen durfte, sie vermarkten durfte, ohne ausreichend klinische Daten vorlegen zu können. Aufgrund der Tatsache, dass die Brustimplantate nicht sicher waren, wie erhofft, kamen mehrere tausend Patientinnen zu Schaden. Sie haben gelitten. 20.000 Patientinnen haben jetzt mittlerweile gegen den Hersteller geklagt und man spricht von einem finanziellen Schaden von über 60 Millionen Euro. Und genau solche Ereignisse führen dazu, dass unsere Regeln immer strenger werden. Explodiert ein Atomkraftwerk, wird über den Abbau von Atomkraft gesprochen. Wird ein Flugzeug mutwillig zum Absturz gebracht, werden die Piloten psychologisch engmaschiger kontrolliert. Und wenn irgendwo ein Landwirt mal wieder bei der Tierhaltung ein illegales Futtermittel einsetzt, werden alle Landwirte engmaschiger und strenger kontrolliert werden. Und jedem sollte klar sein, dass der Anteil der schwarzen Schafe viel geringer ist als der Anteil der Menschen, die sich richtig und korrekt verhalten. Ich möchte noch einmal unterstreichen, wir haben über 400.000 unterschiedliche Medizinprodukte auf dem Markt. Und die sind toll bis großartig. Und wir haben auch unheimlich viele tolle, großartige Unternehmen, die Medizinprodukte entwickeln. Und genau von diesen Medizinprodukteherstellern sollte die Medical Device Regulation eher als Chance gesehen werden und nicht als Hürde, um ihnen das Leben schwer zu machen. Denn die Produkte, die gezeigt haben, dass sie leistungsfähig und sicher sind und einen Nutzen erzeugen, dürfen weiter auf den Markt kommen und auch auf dem Markt bleiben. Und trotzdem höre ich relativ häufig 6 typische Kritikpunkte an die Medical Device Regulations. Erstens, die Medical Device Regulation macht die Entwicklung von Medizinprodukten teurer. Das ist richtig, aber die Firmen, die sichere, leistungsfähige und nützliche Produkte entwickeln, werden diese Kosten auch kompensieren können. Und zwar einfacher als in der Vergangenheit, als nämlich minderwertigere Produkte die Preise von Medizinprodukten gedrückt haben. Zweitens, die Medical Device Regulation macht die Entwicklung von Medizinprodukten langsamer. Auch das ist richtig, aber Medizinprodukte sind nun mal keine Smartphones, von denen der Endverbraucher jedes Jahr ein neues Update erwartet bzw. erwarten kann. In den USA zum Beispiel läuft die Entwicklung von Medizinprodukten, wie vorhin schon gesagt, langsamer und der Zulassungsprozess ist langsamer und dementsprechend kommt ein Medizinprodukt erst später auf den Markt. Aber dieses Hinterherhinken der Marktreife eines Medizinproduktes macht die USA nicht automatisch zum medizinischen Entwicklungsland. Drittens, die neue Medical Device Regulation bremst Innovation. Diese Kritik ist relativ unlogisch, weil die meisten Veränderungen werden sich auf die äquivalenten Produkte auswirken. Das heißt, diese Produkte
die man vorher als äquivalent zum Vorläufermodell deklariert hat oder zur äquivalent zu einem Produkt, das es schon auf dem Markt gab. Für die wirklichen innovativen Produkte, die wirklich ganz neu sind, wird sich relativ wenig ändern. Viertens, die neue Medical Device Regulation macht die Behandlung von Patienten teurer. Das wäre allerdings nur die Konsequenz daraus, dass wir höherwertigere Produkte auf den Markt bekommen. Wir müssten dann auch den Preis eines Produktes und den Wert eines Produktes trennen. In der Vergangenheit wurden viele Produkte vom Markt genommen, weil sie nicht leistungsfähig waren, weil sie nicht sicher waren oder keinen Nutzen erzeugt haben. Solche Produkte konnten zwar mit einem geringeren Preis erworben werden, aber letztendlich waren sie ja nutzlos, das heißt auch wertlos. Das heißt, selbst bei einem niedrigeren Preis entsprachen sie immer noch nicht ihrem Wert. Fünftens, die neue Medical Device Regulation zerstört Arbeitsplätze in der Medizintechnikindustrie. Aus dieser Opferhaltung argumentiert die Zigarettenindustrie, wenn nicht mehr in öffentlichen Gebäuden geraucht werden darf. Und die Autoindustrie, wenn über das Tempolimit in Deutschland gesprochen wird. Aber strengere Regeln zerstören keine Arbeitsplätze. Für die Entwicklung von besseren Medizinprodukten werden in der Regel auch hochwertigere Mitarbeiter benötigt, die die neuen Regeln beherrschen. Das heißt, es werden nicht Arbeitsplätze zerstört, die Arbeitnehmer müssen einfach besser und anders qualifiziert werden. Und den sechsten Kritikpunkt, den höre ich eigentlich am häufigsten. Die neue Medical Device Regulation macht aus der Entwicklung von Medizinprodukten eine Entwicklung, wie wir sie auch von Arzneimitteln kennen. Wer das behauptet, hat allerdings den Unterschied zwischen Arzneimitteln und Medizinprodukten grundsätzlich noch nicht verstanden. Ein Arzneimittel muss eine pharmakologische oder immunologische Wirkung haben und wird metabolisiert. Ein Medizinprodukt hingegen hat eine physikalische Wirkung. Bei einem Arzneimittel muss die Wirksamkeit und die Sicherheit nachgewiesen werden, damit es auf den Markt kommt. Bei einem Medizinprodukt muss die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit nachgewiesen werden, damit es eine CE-Kennzeichnung erhält. Bei beiden Produkttypen spielt also der Nachweis der Sicherheit eine wesentliche Rolle. Allerdings aufgrund der physikalischen Wirkungsweise eines Medizinproduktes sind die Nebenwirkungen in der Regel örtlich begrenzt und nicht systemisch, was den Nachweis der Sicherheit von Medizinprodukten viel einfacher macht. Bei Arzneimitteln sprechen wir von systemischen Nebenwirkungen. Das heißt, die Nebenwirkungen können sich auf das zentrale Nervensystem, auf das kardiovaskuläre System auswirken oder aufs Erbgut zum Beispiel. Sprich, der ganze Körper könnte mit einem Medikament beeinflusst werden. Deshalb ist der Nachweis der Sicherheit von Arzneimitteln deutlich komplizierter. Und auch zwischen der Wirksamkeit eines Arzneimittels und der Leistungsfähigkeit eines Medizinproduktes gibt es einen wesentlichen Unterschied. Die Wirksamkeit eines Arzneimittels ist die Summe seiner erwünschten Wirkung für das jeweilige Anwendungsgebiet, sprich der Erkrankung des Patienten, der das Medikament nimmt. Da Arzneimittel insbesondere angewendet werden, um Krankheiten zu erkennen, zu verhüten, zu lindern oder zu heilen, muss der Wirkungsnachweis dies auch zeigen. Schauen wir uns auf der anderen Seite die Leistungsfähigkeit an, oder im Englischen benutzen wir den Begriff Performance. Da heißt es, es ist das Verhalten eines Medizinproduktes oder die Reaktion einer Person auf ein Medizinprodukt in Bezug auf die beabsichtigte Anwendung davon ausgehend, dass das Produkt richtig angewendet wird. Also der Nutzer oder der Patient muss das Medizinprodukt auch schon richtig anwenden. Verkürzt kann man aber deshalb sagen, das Produkt muss eigentlich nur das können, was es verspricht. Und das, was es verspricht, muss auf der Verpackung stehen. Es muss aber nicht zwingend wirksam sein. Denken wir zum Beispiel an Wundpflaster. Wunden werden durch Pflaster nicht geheilt. Sie sorgen nur durch ihre Barrierefunktion dafür, dass zum Beispiel von außen keine Partikel in die Wunde hineintreten, beziehungsweise dafür, dass Blut nicht aus der Wunde hinaustritt. Ein schönes Beispiel sind auch Dermalfüller. Dermalfüller, wie der Name schon sagt, sollen die Haut füllen, zum Beispiel durch Hyaluronsäure, und dadurch sollen zum Beispiel Falten geglättet werden. Es kommt aber nicht zum Heilungsprozess, weil natürlich die Faltenbildung ab einem gewissen Alter ein ganz natürlicher Alterungsprozess ist und nicht eine Krankheit oder eine bestimmte Indikation darstellt. Es gibt sehr wohl aber auch Medizinprodukte, die müssen nicht nur leistungsfähig, sondern auch wirksam sein. Da ist die Leistungsfähigkeit gleich Wirksamkeit. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ein Läuse-Shampoo. Ein Läuse-Shampoo muss nach der Anwendung natürlich dazu führen, dass der Kopf bzw.
die Haare läusefrei sind. Das heißt, es muss komplett wirken, ansonsten sollte es keine CE-Kennzeichnung erhalten und auch nicht auf dem Markt erscheinen. Zusammenfassend kann man sagen, der Nachweis der Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten ist in der Regel einfacher als der Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit eines Arzneimittels. Das macht die klinische Entwicklung von Medizinprodukten auch einfacher. Das heißt nicht, dass die klinische Entwicklung von Medizinprodukten schlechter ist. Es ist nur einfacher, die Studien sind kleiner, dementsprechend auch kostengünstiger. Bei Arzneimittelstudien sprechen wir häufig über Millionenbudgets, wohingegen Medizinproduktstudien mit auch deutlich geringeren Budgets sinnvoll durchgeführt werden können. Für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung bei der klinischen Entwicklung von Medizinprodukten haben, sei gesagt, dass das Ganze keine Wortspielerei darstellen soll. Die richtige Verwendung der Terminologie ist unheimlich wichtig für die Planung einer Medizinprodukteprüfung. Und darüber entscheidet auch der Erfolg dieser Studie. Wenn ihr also Leute einstellt oder euch Berater sucht oder eine Beratungsfirma vertraglich binden wollt, achtet darauf, dass die richtige Terminologie verwendet wird. Es sollte nicht über Efficacy gesprochen werden, sondern über Performance. Es sollte nicht über Wirksamkeit, sondern über Leistungsfähigkeit gesprochen werden. Ansonsten stammen die Firmen oder die Mitarbeiter eher aus dem Arzneimittelbereich und sie bringen den Medizinproduktehersteller relativ wenig weiter. Teuer wird etwas immer, wenn man nicht genau weiß, was man tut und es vielleicht erst einmal falsch macht, um es dann noch einmal von vorne richtig zu beginnen. Auf viele Firmen kommen in Zukunft deutlich mehr klinische Studien durch. Diese sollten allerdings von den Firmen als Chance gesehen werden, die wirklich tolle und hochwertige Produkte entwickeln wollen. Nur diejenigen, die eher minderwertige Produkte schaffen möchten, die wenig Nutzen für den Patienten bringen, die werden es deutlich schwerer haben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Deshalb, liebe Medizinproduktehersteller, seht die neue Medical Device Regulation nicht zu kritisch. Seht sie als Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Für alle diejenigen Firmen, die gute und innovative Medizinprodukte für Patienten entwickeln wollen, ist sie eine Chance und kein Problem. Sie dient dem Schutz der besten Medizinprodukte. In einem der folgenden Videos werden wir euch noch genauer erklären, was die Medical Device Regulation im Detail für euch bedeutet, was sie auch im täglichen Leben für euch bedeuten wird. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, Fragen stellt und ansonsten sehen wir euch im nächsten Video. Tschüss!